Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal, liebe Zuschauer und Fans vom LS23 von der schönen Karte Emberstone. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wie ihr seht, habe ich keine Holzvorräte mehr und deswegen werde ich jetzt mal schnell so ein, zwei Stämmchen hier aufnehmen. Aber wir wollen jetzt ja heute... Es ist endlich soweit mit der Baumwollernte beschäftigen, beziehungsweise wollen wir uns einen Baumwollernter kaufen. Wir müssen uns einen Anhänger dafür kaufen. Und dann wollen wir mal sehen, dass wir unsere Bekleidungsindustrie sozusagen, dass wir das mal ein bisschen vorankriegen. Das ist mit den Schafen echt ein bisschen mickrig. Also die Schafe kriegen da nicht wirklich viel Wolle, damit wir genug Kleidung herstellen können, und das wollen wir in dieser Folge machen. Ja, und wie immer gilt, wenn euch meine Videos gefallen, lasst doch gerne ein Abo da, drückt die Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. So, die Stämme, die nehmen wir noch mal eben auf hier, und dann geht's auch schon los zum Händler, um uns den Baumwollernter zu kaufen. Also ist auch für mich Premiere im LS23 zumindest. Ich habe im 22er habe ich schon mal so einen Lohnauftrag gemacht, aber im 23er habe ich es wirklich noch nicht gemacht. Ich habe mir nur sagen lassen, man braucht da wohl relativ viele Felder, um überhaupt so einen Baumwollballen zusammenzukriegen. Aber wir werden ja in dieser Folge sehen, ob das wirklich stimmt und ja, wie viele Felder wir brauchen. Ich habe ja einiges von meinen Feldern angesät mit Baumwolle. Ist jetzt auch nach und nach immer alles reif, also es werden nicht alle Felder jetzt reif sein. Aber so ein bisschen was habe ich schon gesehen. So, jetzt fahren wir mal schnell zur Tischlerei, dass da weitergemacht werden kann mit Möbeln. Und dann begeben wir uns mal zum Händler. Oh, ich habe noch was gemacht. Das war, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Den werde ich mit Sicherheit auch wieder tauschen. Aber ich habe das größte Güllefass gekauft, was man im LS23 kaufen kann. Weil ich dachte, so, jetzt machen wir mal richtig ein auf dicke Hose. Da lass uns doch mal mit dem Cirion fahren. Geht doch relativ schnell. Also ich habe echt das größte, naja, Güllefass gekauft. Das zeige ich auch nochmal schnell. Ist Wahnsinn. Also das ist ein Vierachser. Ich glaube, der hat 30 Meter Auslage, also 30 Meter Schleppschlauch, das finde ich schon total heftig. Also das ist ja... Aber wie gesagt, also der kann auch nur der Cirion kann den ziehen. Ich habe den mit dem Fendt 942, mit dem bin ich da, habe ich geholt und bin damit hierher gefahren. Also der ist einfach schon in Schleudern gekommen im leeren Gülletransporter. Also leer geht schon mal, geht es gerade noch, aber er ist hinten immer irgendwie abgehoben, also es geht gar nicht. Das heißt, wir brauchen den großen Cirion dafür, was ja auch nicht schlimm ist. So, jetzt fahren wir mal zum Händler, dann kann ich mit dem Cirion gleich den Anhänger mitnehmen für die Ballen. Und dann werden wir mal den Baumwollernter kaufen. Geld ist ja wieder ganz gut was reingekommen. Ich habe natürlich inzwischen mal weitergespielt, damit wir uns die Sachen natürlich auch leisten können. Vielen Dank für die netten Kommentare übrigens unter meinem letzten Video. Danke, dass ihr so immer so schön kommentiert. Das finde ich auch sehr nett. Bloß manche Sachen sind halt nicht umzusetzen. Ich kann klar, dann sind so Wünsche wie, mach doch mal XXL im LS23. Ja, XXL geht hier aber nicht.
kann man natürlich, versuche ich jetzt wieder schon zu machen, alles zu kaufen. Das heißt, alles zu kaufen an Geräten, was man hier so hat. Erstmal möchte ich aber natürlich alle Felder kaufen, bevor ich hier alle Geräte kaufe. Das geht sowieso nicht. Aber wir spielen hier nach und nach weiter. Das wird auf jeden Fall passieren. So, jetzt würde ich sagen, gehen wir mal beim Händler und dann gehen wir hier auf Baumwolltechnik. Da brauchen wir auf jeden Fall den Vollernter hier. Da sind schon mal 500.000 knapp weg. Und dann brauchen wir noch den Anhänger für die Ballen. Da passt nur einer rauf. Das macht aber nichts, weil wir haben keinen LKW und das ist eh Wurst. Also da kommt, die Ballen kann man auch so hinfahren. Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Ja, das war es im Endeffekt auch schon, was wir brauchen. So, dann gucken wir mal, wo das schöne Gerät hier steht. Ne, wir gehen erstmal in unseren Zierio und da steht es schon. Alter, das ist aber auch ein schön großer Anhänger. Ja, wenn da nur ein Ballen rauf geht, also da wird es ja auf jeden Fall, muss es ja Kleidung geben. Oh, ich sehe gerade, dass hier vor der Tür ist das Baumwollfeld ist auch erntereif. Denn lass uns doch mal gleich das Feld hier nehmen. Das ist doch super praktisch, weil das habe ich extra angelegt. Das ist ja in der Nähe von der Weberspinnerei. So, und jetzt springen wir mal. Ja, hier müssen wir auch mal weitermachen. Da ist auch schon wieder. Ach, was mir aufgefallen ist. Ich weiß nicht, wer sich den geholt hat hier, den neuen Grabliner für die Trauben. Also bei dem weiß nicht, was da bei Giants, was da passiert ist. Auf jeden Fall, den kann man nicht mit dem Helfer fahren. Also das funktioniert nicht. Wer es auch hat, kann es ja mal in die Kommentare schreiben. Also man muss hier die Trauben echt selbst ernten. Man kann das Ding nicht mit dem Helfer bedienen. Das geht irgendwie nicht. Vielleicht kommt da ja noch mal ein Update, dass das funktioniert. So, aber jetzt sind wir in dem Case 635 Baumwollvollernter. Hier so ein bisschen mit dem Display. Natürlich wie immer ein bisschen schlecht gemacht, ist ja klar. Funktioniert nicht so wie im 22er, aber das Gerät muss funktionieren. Das wird es mit Sicherheit. So, dann fangen wir doch mal gleich hier an. Und dann gucken wir mal, wie lange das dauert, bis hier so der erste Ballen rauskommt, würde ich sagen, ne? Fahren wir hier mal hin. So. Dann kann das ganze Ding sich ein bisschen auseinanderklappen hier. Und dann geht die wilde Fahrt los. Ne? Oh ja, das sieht man hier. Das gibt ja. Da ist nicht viel dran. Ne? Ja klar, es ist nur von den Baumwollpflanzen oben das bisschen. Boah, ich glaube schon, da braucht man wirklich. Ja, man wird lange brauchen. Das ist so. Irgendwie sehe ich hier gar nichts. Ja, den Blumen ab. Ich sehe irgendwie gar nicht, dass da was passiert. Auch sagen, ah, nee, das ist gut gedüngt. Ich hatte gerade ein Feld, da habe ich eine Düngung vergessen. Da schafft er nicht so viel. Ja, ich würde sagen, das Ganze, das dauert hier. Oh, jetzt sieht man einen ganz kleinen Strich unten. Also ich glaube,
ein ganzes Feld hier so ein großes. Ob man da einen Ballen zusammenkriegt, da bin ich ja mal gespannt. Dann würde ich sagen, in der Zwischenzeit können wir, glaube ich, hier noch ein paar, wenn ich das richtig gesehen habe, sind hier noch ein paar Trauben dran. Das heißt, ich bin ja immer zwischendurch so ein bisschen gefahren, dass mal wieder ich nicht das ganze Feld auf einmal gemacht habe. Aber dadurch sind hier immer noch so ein paar Bahnen, die man nochmal abernten kann. Finde ich ja ganz praktisch, ne? Wenn man das schon per Hand machen muss, dann kann man hier ja auch, wie soll man sagen? Naja, da muss man halt nicht alle machen. Dann mache ich immer so ein paar Bahnen und dann mache ich nächsten Monat die anderen. Bringe dann zwischendurch mal die Trauben zur Trauben, zur Mosterei sozusagen, um die Rosinen zu machen für das Müsli. Ja, so sieht's aus. Aber das klappt alles auch relativ gut. Ich finde den eigentlich auch ganz witzig, weil der ja das Auskippen hier an der Seite hat. Aber das ist halt, ja. Ich finde es ein bisschen schade, dass man den nicht mit dem Helfer machen kann, wenn das ist. Zeigt er zwar an, aber wenn ich auch, wenn man auf Helfer drückt, dann kommt hier immer irgendwie die. Ja. Die Karte, also das macht er irgendwie nicht. Also Helfer kann man nicht drücken. Da ist wohl irgendwie ein Fehler. Aber das macht nichts. Ich mache jetzt hier erstmal die letzte Bahn noch fertig. Zwischendurch kann man ja mal so ein, zwei Reihen machen. Wenn der Helfer was anderes macht, das ist ja nicht ganz so schlimm. Dann fährt man nicht mehr so eine Bahn lang. So, dann gucken wir gleich mal, wie weit der Vollernter ist mit der Baumwolle. So, ich denke mal, wir machen eine kleine Pause und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn der Ballen fertig ist. Bis später. So, da sind wir wieder zurück. Jetzt sind wir fast, naja, drei Viertel des Feldes, wie man sehen kann. Ja, würde ich fast sagen, also fast drei Viertel ist jetzt gleich abgeerntet. Und dann bekommt man. Naja, von drei Viertel des Feldes ein Ballen gleich. Aber wir wollen mal gucken, wenn wir den dann zur Schneiderei bringen. Nee, Schneiderei ist es ja nicht, Spinnerei. Wenn die aus Baumwolle Wolle machen, also wenn aus Baumwolle richtige. Richtige Wolle hergestellt wird, um daraus Kleidung zu machen. Da bin ich echt gespannt. So, jetzt müssten es eigentlich nur noch ein paar Meter sein und dann sollte der erste Ballen. Ja, hier auch rauskommen. Ne? Doch jetzt ganz oben. So, jetzt müsste doch eigentlich gleich der große Moment hier kommen. Wir warten mal ab.
Mann, das dauert. Das hätte ich nicht gedacht, dass es so lange dauert, dass man doch noch. Dabei sieht die Anzeige unten schon echt voll aus. Also dann weiß ich auch, dass ich hier, naja, viele Felder machen muss, um ein bisschen Baumwolle zu bekommen. Das ist schon das größte Feld, was es gibt auf der Karte Emmerstone. Naja, ich würde sagen, also wir sind jetzt ein bisschen über die Hälfte, aber das ist ja trotzdem. Du kriegst hier mal gerade vielleicht mit Glück anderthalb Ballen oder so zustande. Und dann muss ich von meinen anderen Feldern, da sind auch noch Baumwollfelder, da muss ich wohl noch was dazu nehmen. Dann mal gucken, wie weit wir da kommen. Muss der jetzt noch eine Reihe machen, sag mal? Das kann doch nicht sein. Das muss doch eigentlich mal das Ende sein. Oh, er wird langsamer. Er wird langsamer. Und jetzt geht's raus. Jetzt kriegen wir hier den Baumwollballen. Oh, das ist aber natürlich ein ganz schöner Klopper. Aber da bin ich echt mal gespannt, wie viel das jetzt bringt, wenn wir den zur Spinnerei bringen. Da bin ich echt gespannt. Das sieht ja aus wie so ein Riesenklotz. Das ist ja aus wie ein Eisklotz. Aber wir machen das mal so. Wie muss man da jetzt nebenfahren? Der wird ja aufgeladen oder was? Ah, oh, das ist ja. Muss man doch das ein bisschen vor. Warte mal, dann machen wir das mal ein bisschen anders. Tatsächlich, der zieht den ja so richtig hoch, Mann. Das ist ja mal richtig gut. Ist ja mal richtig gut animiert. So, dann bringen wir das Ding nochmal schnell hin. Und dann gucken wir mal, was das uns so bringt. Also der Klotz sieht so riesig aus, als wenn er so weiß, was ist. Wir gucken mal. So, fahren wir hier nochmal schnell an der Olivenplantage vorbei. Vorsichtig, nicht auf die Felder fahren. Und da vorne sind wir auch schon. Und da bin ich jetzt echt gespannt, was da jetzt bei rauskommt. So, jetzt wird das Ding hier abgeladen. Ja, das war jetzt richtig schlau. Es war natürlich der falsche Träger. Den brauchen wir nur ein Stück vorschieben. Das ist jetzt nicht so schlimm. Schnell mal kurz den Anhänger hier ab und dann schieben wir den mal hier rüber. Sollte ja wohl gehen, ne? So, jetzt ist das Ding drinne. Jetzt müssen wir nur noch mal in die Produktion reingehen und mal gucken, was da los ist. So, jetzt sind wir hier bei Kleidung. Oh, das ist schon einiges. Wir haben natürlich keinen Stoff. Baumwolle. Boah, das ist natürlich krass, ne? Das gibt gleich mal schnell mal 20.000 Liter. Geil, das Ding aktivieren wir. Und dann sollte da auch. Ich hoffe, dann geht es auch ein bisschen schneller. Dann müsste da auch mehr Stoff zustande kommen, wenn beide aktiviert sind. Ja, was soll ich sagen, liebe Leute? Jetzt habt ihr gesehen, wie es hier bei uns mit der Baumwolle voranschreitet. Also wir haben ein
Ballen haben wir fertig. Es wird sicherlich noch ein bisschen was dazukommen. Also weiß man, man muss ein großes Feld haben. Ich denke mal, zwei Ballen kann man hier auf einmal reinlagern. Und dann war es das auch wieder. Also mehr Platz, denke ich mal, ist da auch nicht. Also schaltet wieder ein zu einer neuen Folge demnächst hier auf meinem Kanal. Dann geht's hier fleißig weiter. Ciao, ciao.